Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem kleinen, ganz kleinen Video von mir, eine kleine Parkvorstellung. Und wir sind bei MacPlay Kinderland und das ist das, ja genau, hier ist die Werbung dafür, in Freudenberg. Das Ganze ist im Sauerland, ja, ne, das ist doch Sauerland hier. Und was da drin geht, wissen wir selber noch nicht, wir gehen da jetzt mal rein, aber ich weiß, dass es da zwei Counts für mich abzugreifen gibt. Das ist der Hauptgrund, warum wir auch hier sind. Auf 6000 Quadratmetern, über 6000 Quadratmeter. Aber das Ganze hat dann, wenn man hier vorsteht, nur 4000 Quadratmeter Spielfläche. Und das ist Tatsache doch der Eingang. Wir dachten, der Eingang wäre auf der Seite, weil das jetzt ein bisschen schmucklos ist. Aber nein. Ja, das. Okay, aber welche Tür ist es jetzt? Da. Ja, das sieht gut aus. So, wir waren jetzt drin und ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ich euch jetzt einfach mal ein Video zeige. Das geht eine Minute 20, was da drin alles steht. Das könnt ihr euch jetzt einfach mal reinziehen und danach sprechen wir uns wieder. Vielen Dank. Ja. Ja, der hat schon eingehakt. Alter, das hört auch nicht mehr auf. Jo, jetzt habt ihr gesehen, was alles im MacPlay abgeht. Echt cool, gefällt mir richtig gut. Richtig großes Angebot an super vielen verschiedenen Attraktionen. Es gibt die große Achterbahn, das ist ein SBF Visa Coaster. Da gibt es dann halt diese Klettervulkane, große Trampolinanlage, auch diese Rutsche wieder mit den Rollen, Hüpfburgen, Klettergerüste, Kletterparcours, Airsoft-Kanonen und so ein Kram. Das ist natürlich überall alles verteilt. Es gibt dann auch so einen Komet, der als Feuerwehrwagen thematisiert ist, der hin und her schaukelt. So eine motorisierte große Schaukel. Natürlich gibt es auch kleine Schaukeln, wo man selber schaukeln muss.
Autos im Park. Und es gibt dann auch so ein Sunkit Hego Seil, Hochzieh, Seil, Turm, den kennt ihr auch aus verschiedensten Parks schon. Und dann ist das so quasi auch die obere Fläche. Und da gibt es dann auch ganz viele Stühle und Sitzmöglichkeiten, weil man auch super viele Kindergeburtstage werden hier gefeiert. Und da geht dann auch der Lift vom Nautic Jet lang. Der Nautic Jet ist auch mitten in der Halle, ist voll geil. Daneben steht auch ein Butterfly und es gibt dann auch wieder diese großen Schaukeln, viele kleine Spielgeräte, kleine Karussells, so wie das vielleicht aus dem Supermarkt kennt, aus dem Eingangsbereich. Es gibt von SBF Visa eine Eisenbahn, die im Oval fährt und auch einen kleinen Autoscooter, so kleine Bumpercars. Ganz, 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 ganz geil ist auch und ausgefallen das Riesenrad. Es sieht aus wie ein Riesenrad, ist auch mehr oder weniger ein Riesenrad, aber man hat dann die Lunar Loop Gondeln an dieses Riesenrad geschraubt. Das heißt, also es sind auch drei Gondeln nur, so drei Speichen, ist Quatsch, oder? Egal. Und dann kann man, wenn man dieses Riesenrad fährt, per Knopfdruck sich selber überschlagen und Loopings machen in diesem Riesenrad, also höchster Punkt und dann Überschläge oder je nachdem, wie man will, vor und zurück kann man das Ganze drin überschlagen lassen. Voll verrückt, habe ich noch nie vorher gesehen, finde ich richtig gut, wundert mich, dass das nicht viele andere Parks auch haben, von diesen Kinderparks und wird vielleicht daran liegen, dass daneben auch Kinderkotze auf dem Boden war. Gastronomie und alles gibt es natürlich hier auch, kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder war es glaube ich 9 Euro, das habe ich jetzt gar nicht mal auf dem Schirm, aber aktuelle Preise findet ihr immer auf der Homepage, das ist auch viel sinnvoller. Montags und Dienstags ist Ruhetag, sonst hat der ganze Laden immer auf, natürlich außer wenn es jetzt in NRW sind, wenn NRW Ferien sind, dann hat das Ganze in den Ferien montags und dienstags auch offen, aber für die Zeiten, die genauen Zeiten, ist glaube ich sogar von 10 bis 19 Uhr, checkt ihr die Homepage, genauso wie die Preise. Und ich bin echt begeistert, finde das richtig gut. Das Einzige ist halt der Eingangsbereich hinten, also der Eingang selber, Eingangsbereich, das ist ein bisschen, sollte man vielleicht mal ein bisschen besser ausschildern, ist auch nicht so schön. Aber wenn du drin bist, dann ist es echt cool. Weiter zu empfehlen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ein paar Indoor-Kinderwelten gesehen. Das ist echt geil hier. Und eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Video Magazin. Peace.